Da habe ich gestern Abend gelernt, dass es noch eine Lua gibt, und zwar die Linux User Group Austria, unsere Nachbarn in Österreich. Nicht von der Lua Austria, aber aus Österreich, genauer gesagt aus Wien. Unsere Keynote-Sprecherin heute, die Journalistin und Autorin Barbara Wimmer. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem I in der IT und beschäftigt sich mit der Bedeutung der Information, der Daten für uns und unsere Gesellschaft. Sie schreibt und spricht über Datenschutz, Privatsphäre und Netzpolitik. Das Thema heute ist das Internet der unsicheren Dinge, und wir werden hören, warum das S in IoT für Sicherheit steht. Herzlich willkommen, Barbara Wimmer. Ja, das war mal eine schöne Einführung. Genauso ist es nämlich, das S steht für Security. Und warum ich mich damit beschäftige, ist ganz einfach erklärt. Ich verfolge einfach beruflich die ganze Zeit, was passiert mit dem Internet und dem Internet of Things. Und 2014 hatte ich dann mal ein Gespräch mit dem österreichischen CERT.at, und dort kam dann der erste Kühlschrank, der Spam-E-Mails verschickt hatte, auf. Und das fanden wir halt alle sehr lustig und gleichzeitig traurig. Und dann dachte ich mir eigentlich, naja, das muss man jetzt aber wirklich genau beobachten. So kann es irgendwie nicht weitergehen. Und was passiert denn da eigentlich? Und habe das dann im Laufe der Jahre immer wieder beobachtet. Und habe mir jetzt die Frage gestellt, was bedeutet Vernetzung eigentlich für unsere Gesellschaft, für unsere Privatsphäre, und was für Alternativen gibt es? Und die nächsten 40, 45 Minuten werde ich euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Ich weiß nicht genau, ich fasse den Begriff Internet der Dinge sehr weit, deswegen wollte ich das einfach nur mal noch kurz erwähnen. Also es geht jetzt nicht einfach nur um das Smart Home. Viele kennen einfach Internet der Dinge, Smart Home, ja, da passiert dann irgendwas mit dem Licht. Aber es gehören eigentlich auch Smartwatches, Fitness-Tracker, Kinderspielzeug, Sexspielzeug, digitale Sprachassistenten, smarte Lautsprecher. Also es kommt alles ein bisschen vor, und es beschäftigt sich jetzt aber mit einem der Vorträge nicht, mit der Vernetzung der Infrastruktur. Das ist zwar ein extrem wichtiger Bereich, aber ich möchte euch ein bisschen was erzählen über die Sicht Vernetzung und Konsumenten und Kunden und User, und jetzt weniger über die Herausforderungen, was zum Beispiel dann ein Blackout verursachen würde. Und ich möchte euch jetzt gleich zu Beginn mal fragen, wer von euch eigentlich ein oder mehrere IoT-Geräte zu Hause hat. Ja, mehrere Leute. Ja, ich würde sagen, das ist ungefähr ein Drittel nur. Das überrascht mich fast. Wer hat denn eine Home Automation? Okay. Und wer hat sich eine digitale Sprachassistentin nach Hause gestellt? Keiner. Ja. Gut so. Ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen erfahren, warum. Und wer hat davon die Lösung hier selbst gebaut? Ah ja, schön. Ja, das ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Also kurz ein paar Zahlen zur Vernetzung. Das Internet der Dinge hat sich ja in den letzten Jahren rasant entwickelt, und es gibt bereits 11,1 Milliarden Geräte da draußen, die vernetzt sind, und 2020 sollen es 20 Milliarden sein, und vor ein paar Jahren waren es erst 6,3 Milliarden, also man sieht eigentlich, wie das wächst, und die Zahl da, die stammt von Gartner, das ist so ein Marktforschungsinstitut und ist schon ein bisschen älter jetzt, aber sie wurde noch nicht revidiert, also ich gehe davon aus, dass es noch weiter so wächst.
Und ich habe dann immer wieder Leute dazu interviewt, wie sie eigentlich das sehen mit der Vernetzung, mit der fortschreitenden. Und der österreichische Chef des Mobilfunkanbieters 3 sagt etwa, dass Vernetzung überall dort entstehen wird, wo es einen wirklichen Nutzen für Kunden bringen wird und dass man das nicht aufhalten können wird. Der Datenschutzaktivist Max Schrems sagt wiederum, dass es bei jeder neuen Technologie erstmal einen Wahn gibt und einfach alles gemacht wird, was geht. Und irgendwann erst stellt man sich dann die Frage, wie viel davon eigentlich gesund ist und ob man wirklich alles miteinander verbinden soll. Und diese zwei Aussagen stehen sich nicht wirklich konträr gegenüber, aber sie zeigen ein bisschen schon auf, was eigentlich derzeit los ist, weil derzeit wird wirklich alles gemacht, was geht, von der smarten Windel bis zur smarten Zahnbürste, also Dinge, die man jetzt nicht zwingend zum Überleben braucht. Ein Beispiel, was jetzt gerade am frühen Morgen vielleicht, also am frühen Morgen, naja, jetzt wird es eh langsam 10, aber es ist heute der erste Vortrag, also reden wir noch von frühen Morgen. Interessant ist zum Beispiel ein Smart Coffee Maker. Wenn man den zum Beispiel vernetzt mit seinem Fitness- und Schlaftrackern, kann diese Kaffeemaschine selbstständig entscheiden, ob man denn jetzt eigentlich gerade einen starken Kaffee braucht, weil man eine kurze Nacht hatte oder vielleicht eigentlich sehr ausgeschlafen ist und die Dosis nur die eines einfachen Espressos entspricht. Und also diese Kaffeemaschine gibt es wirklich und die kann man auch tatsächlich mit den Fitness- und Schlaftrackern vernetzen. Derzeit gibt es diese Daten allerdings nur also für diese Kaffeemaschine. Aber was ist eigentlich, wenn die auch mal in die Hände einer Versicherung fallen? Und was ist dann, wenn jemand regelmäßig zu wenig schläft und regelmäßig zu starken Kaffee trinkt und dadurch vielleicht das Risiko für Herzerkrankungen oder ein Burnout steigen und die Versicherung dann plötzlich beschließt, die Prämie zu erhöhen, einfach weil sie auf diese Daten zugreifen kann? Das ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber es zeigt eigentlich, was alles möglich wäre. Und wenn jetzt der Kaffeemaschinenhersteller pleite geht, weil es sich eigentlich um ein hippes Startup gehandelt hat, dem plötzlich das Geld ausging, können noch ganz andere Dinge passieren. Und jetzt möchte ich von diesem fiktiven Beispiel zu einem echten praktischen Beispiel kommen. Und das zeigt zuerst einmal, dass Unsicherheit nicht nur durch IT-Security-Lücken entstehen kann. Und zwar komme ich jetzt zu Amberlight. Amberlight ist ein Startup aus dem Jahr 2014. Das hatte damals $300.000 eingesammelt, um eine smarte Glühbirnenhaltung zu entwickeln, die mit gewöhnlichen Glühbirnen funktioniert. Oder LED-Birnen. Im November 2017 hat Amberlight dann bekannt gegeben, dass das Geschäft eingestellt wird, weil größere Wettbewerber ihr Produkt kopiert hatten und jetzt nur für ein Viertel des Preises angeboten hatten und sie damit nicht mehr mitkommen konnten. Und was war dann das Problem? Also diese smarte Glühbirne-Sockel hat eine permanente Cloud-Verbindung zu den Servern benötigt und für die Kunden dieses Startups hat das dann bedeutet, dass alle ihre smarten Glühbirnenhalterungen wieder auswechseln mussten, weil diese eine permanente Cloud-Verbindung verlangt hatte und die Server aber mit dem Ende des Startups abgedreht wurden. Und ohne Servern ging dann halt auch das Licht bei den Nutzern nicht mehr an oder aus. Also wenn man sich Produkte von Startups einstellt, dann sollte man halt auf jeden Fall darauf achten, dass es Probleme geben kann, an die man beim Kauf des Produkts vielleicht nicht gleich denkt. Ein anderes Beispiel aus der Praxis ist
das ist in den USA passiert. Da hat der US Internet Service Provider Armstrong Zoom an der Ostküste von der USA, der hat seinen Kunden Briefe geschrieben. Und in den Briefen stand drinnen, wir müssen Ihre Internetverbindung drosseln und das bedeutet, dass auch Ihre vernetzten Thermostate und Überwachungskameras nicht mehr funktionieren werden. Warum hat er diese Briefe verschickt? Weil er wiederum verständigt worden war, dass in diesem Haushalt eine Urheberrechtsverletzung begangen wurde. Und das wiederum hat in den USA dazu geführt, dass die Netzneutralitätsregelungen, die dort aufgeweicht worden sind, jetzt sozusagen herangezogen werden können von Providern, Dienste wirklich zu drosseln, wenn solche Dinge passieren. Und an dem Wochenende, wo das bekannt gegeben hatte, hat es halt weit unter 0 Grad. Und wenn man dann den Kunden Briefe schickt, wo drin steht, Moment mal, Ihre Heizung können Sie dann nicht mehr steuern, kann das auch durchaus lebensbedrohlich sein oder zumindest stark gesundheitsgefährdend. Und da muss man sich wiederum die Frage stellen, ob ein Provider wirklich über Leben und Tod entscheiden darf, nur weil jemand Game of Thrones runtergeladen hat. Also ein anderes Problem ist wiederum das Updaten von IoT-Geräten im laufenden Betrieb. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, zum Beispiel von einer Soda-Maschine oder einem Ceiling-Fan oder einer Glühbirne, die 30 Minuten gebraucht hat, bis sie wieder funktioniert hat und man 30 Minuten lang das Licht nicht einschalten konnte. Oder einen Lift, der unbedingt jetzt einen Virus-Scan machen musste. Und das ist jetzt alles super lustig und wir wissen alle hier im Raum, dass Updates extrem wichtig sind und dass man Updates immer machen sollte. Aber das Problem mit IoT-Geräten ist halt schon so, dass der Zeitpunkt vielleicht nicht immer ideal ist und wenn das dann 30 Minuten dauert, ist es so, dass bei einem Lift, wenn da jetzt gerade ein Rollstuhlfahrer oder eine Mutter mit Kinderwagen wartet, die 30 Minuten stehen zu lassen, nur weil gerade der Lift einen Virus-Scan durchführt, ist halt auch etwas, womit sich die Gesellschaft irgendwann beschäftigen wird müssen. Ein weiteres Problem, was auf uns zukommt oder wo wir schon mittendrin stecken, ist das Problem mit dem Besitz. Wir kontrollieren unsere Geräte nicht mehr, weil die Unternehmen denken und so handeln, als würden ihnen die Geräte noch gehören, sogar nachdem wir sie gekauft haben. Und was meine ich damit jetzt? Also wer hat das jetzt einmal gesagt? Das hat der Joshua Fairfield gesagt. Der hat ein Buch geschrieben namens Owned. Und was das jetzt konkret bedeutet, möchte ich auch anhand eines Beispiels zeigen. Und zwar hat Sonos, die Lautsprecher herstellen, die Datenschutzbestimmungen geändert. Und zwar so, dass halt auch sie die Daten alles sammeln können, die die User halt so eingeben, über ihren Musik, also in dem Fall über ihren Musikgeschmack hauptsächlich. Und wer nicht zustimmt, kann die Sonos-Produkte künftig nicht mehr nutzen. Also ein Opt-out, wenn du sagst, du willst jetzt nicht diesen Datenschutzbestimmungen zustimmen, weil du nicht willst, dass Sonos diese Daten auch mit anderen teilt, dann kann dein Lautsprecher irgendwann nicht mehr funktionieren und der hat aber dann mehrere hundert Euro gekostet. Und Sonos hat aber bekannt gegeben, dass die Daten auch künftig mit Amazon und Google geteilt werden. Und da wiederum weiß man dann nicht mehr, wer hat eigentlich wirklich Zugriff auf die Daten, wer speichert die und wo sind die überhaupt. Deswegen
Deswegen sollte man sich auch mit dem Problem beschäftigen, dass die Unternehmen nicht damit beginnen, also dass die Unternehmen damit beginnen, den Nutzern tatsächlich auch Wahlmöglichkeiten anzubieten und nicht einfach zu sagen, wir haben die Software, wir bestimmen über euch und über das Produkt und ihr könnt eigentlich nichts machen, ihr müsst da jetzt zustimmen. Ein ähnliches Beispiel ist die Nestcam. Das ist so eine Überwachungskamera, die ist eigentlich dazu da, dass man sein Eigenheim beobachtet und sieht, wenn jemand einbricht. Und wenn dann aber tatsächlich jemand einbricht, musst du ein Abo abgeschlossen haben, um diese Bilder überhaupt sehen zu können. Also man zahlt zuerst 199 Euro für die Nestcam Indoor, aber man kann das Video nur live beobachten, wenn man kein Abo abschließt. Aber wenn der Einbrecher eingebrochen ist und man will dann wissen, wer das war und das vielleicht der Polizei übermitteln, braucht man ein Abo, um 10 Tage zurückschauen zu können. Das kostet dann 10 Euro im Monat und für jede weitere Kamera 5 Euro pro Monat. Und das Problem ist, dass das Produkt ohne Internetverbindung auch gar nicht funktioniert. Das heißt, Nest kontrolliert wirklich das, was es da vorlegt, sozusagen. Dann möchte ich zu einer anderen Art von Unsicherheit kommen. Und zwar, ich finde es total super und löblich, dass keiner von euch eine digitale Sprachassistentin im Sinne von Amazon Echo oder so zu Hause hat. Aber wahrscheinlich haben einige von euch trotzdem ein Smartphone. Und da wird dann vielleicht auch der Assistant oder Siri drauf sein. Das heißt, irgendwo haben wir dann doch alle ein bisschen von digitaler Assistentin mit uns mit. Aber was sehr super ist, dass keiner von euch das Teil zu Hause hat. Das ist ein Echo oder das Teil. Das ist ein Google Home. Und damit lässt sich nämlich nicht nur einfach Musik abspielen, sondern in der Früh kann man sich ansagen lassen, wie der Tag wird, Wetter, Termine, Nachrichten, E-Mails vorlesen, abrufen, ob Verkehrsbehinderungen sind, Timesteuerung beim Grillen, Einträge für Einkaufslisten, telefonieren kann man auch über das Teil und man kann E-Mails diktieren. Allerdings weiß dann diese Sprachassistentin, mit wem du sprichst und schreibst, wann du außer Haus gehst, was du einkaufst, was für Musik du hörst oder was für Serien du schaust, wann du schlafen gehst und aufstehst und was du eigentlich für Hobbys und Interessen hast. Und wenn man jetzt sagt, ja, das weiß Amazon ja sowieso schon über mein Internetverhalten, ist das, ja, da kann man sich aber mittlerweile davor schützen, sage ich jetzt mal. Und wenn man jetzt so eine digitale Assistentin halt zu Hause stehen hat, gelangen die Daten halt direkt auf die US-Server in die Cloud, nachdem ein Sprachbefehl gesendet worden ist und dort werden die Daten gespeichert. Und es war mir bisher nicht möglich, herauszufinden, für wie lange. Also, das gibt es immer unterschiedliche Angaben und es war einfach bisher nicht rauszufinden. Und zwar nicht nur für mich nicht, sondern auch für die deutsche Bundesbeauftragte für Datenschutz, die Andrea Vosshoff, nicht. Und die warnt daher davor, dass diese Geräte für Nutzer nicht ausreichend, also dass es für Nutzer nicht ausreichend nachvollziehbar sei, wie und in welchem Umfang die Informationen verarbeitet werden. Es ist auch nicht klar, für wie lange diese Daten eben gespeichert werden. Also auch sie konnte das bisher nicht wirklich rausfinden. Und das ist halt ein Problem, weil es gibt zwar sowohl bei Echo als auch bei Home die Möglichkeit, das Ganze zu löschen. In den Einstellungen kann der Nutzer das schon sagen, na, ich will, dass das jetzt gelöscht wird. Nur, wer weiß, ob das nicht schon auf 15.000 Backups gespeichert worden ist. Das heißt, es ist dann von seinem eigenen Gerät gelöscht. Aber wie das dann mit den Backups in der Cloud funktioniert, ja. Ja, also da gibt es dann noch weitere
Statements zu diesem Thema, die ich jetzt dann nur ganz kurz umfassen will, weil sie sagen halt alle dasselbe aus. Digitale Assistenten sollte man halt aus der Sicht der Privatsphäre und des Datenschutzes wirklich überlegen, ob man das braucht. Und auch wenn sie über einen Abschaltknopf also verfügen, das heißt, man diesen Lauschvorgang bewusst unterbrechen kann und eben auch diese Daten in seinen Einstellungen löschen kann, ist es trotzdem nicht sicher, ob dieses Gerät nicht doch mithört. Also ja, da komme ich gleich dazu. Davor möchte ich noch schnell sagen, was man dann noch tun kann. Und zwar, man muss jetzt, was ich jetzt vorher alles erwähnt habe mit dem Tagesablauf, das muss man alles nicht machen. Man kann auch einfach nur einen Dummy-Account verwenden statt seines echten Accounts und dann es nur für eine Funktion nutzen. Also man kann sich schon da auch ein bisschen schützen. Und wenn man die regelmäßigen Updates macht und auch mit dem WLAN-Netzwerk, was man hat, auch da die Updates macht und Passwörter ändern und was weiß ich was, also wir kennen das hoffentlich eh alle hier, dann kann man es schon verwenden. Also man muss es nicht total verteufeln, aber man muss sich halt einfach dieser Gefahren bewusst sein, die da halt auf einen zukommen. Und wenn ich jetzt sage, naja, das hat ja eher einen Ausschaltknopf, gut, dieser Ausschaltknopf, der wurde allerdings schon gehackt. Und zwar vom Sicherheitsforscher Mark Barnes, dem es schon 2006 gelungen ist, ein Amazon Echo-Gerät dazu zuzubringen, permanent alles mitzuhören, was im Wohnzimmer gesprochen wird. Und auch mit dem Google Home Mini gab es schon eine Datenschutzpanne. Und zwar wurde der Einschaltknopf deaktiviert vom User. Das Gerät lauschte aber trotzdem mit, obwohl der Einschaltknopf deaktiviert war. Und der Fehler wurde dann mit einem Update behoben, was wiederum heißt, das könnte man auch in die andere Richtung machen. Also man könnte auch mit einem Update diesen Knopf permanent aktivieren und wenn das nicht gerade zufällig irgendwer testet, naja, dann ist das halt mal so. Und jetzt komme ich dann ein bisschen endlich zu dem Bereich IT-Security und dem Bereich What could possibly go wrong, wenn man sich ein IoT-Gerät nach Hause stellt. Da habe ich ein Beispiel, das ist sehr lustig, aber gleichzeitig auch sehr traurig. Eine Niederländerin wollte mit ihrer IoT-Überwachungskamera ihren Hund beobachten. Stattdessen wurde das Gerät gehackt und entwickelte ein Eigenleben. Die Webcam hat dann nicht den Hund beobachtet, sondern die Frau, also die Besitzerin, und hat die Besitzerin durch alle Räume verfolgt und wollte die Frau halt permanent finden. Hat sich permanent so gedreht, wo die Frau ist. Dann ist die Frau irgendwann mal aufmerksam geworden auf diese Kamera und hat halt reingeschaut und dann hat eine Stimme auf Spanisch mit ihr gesprochen: Hola, Señorita. Und die Frau hat dann geglaubt, sie ist verrückt und hat es dann aufgenommen und auf Facebook gestellt. Es ist übrigens nicht bekannt, welche Überwachungskamera das gewesen ist. Das heißt, da muss ich euch leider enttäuschen. Das ist schon das nächste Beispiel und zwar haben Sicherheitsforscher aus Wien von der Firma SEC Consult diese IP-basierte Überwachungskamera geknackt. Die ist an und für sich auch für Businesskunden im Einsatz, bei Banken und so weiter. Und da ist es halt so, dass Unbekannte völlig andere Bilder einspielen konnten und dass dann die Aufnahmen etwa ein Bild anzeigen von einer Situation, in der überhaupt nichts passiert ist, während in Wahrheit gerade Einbrecher die Bank ausrauben. Und damit ist so eine Überwachungskamera, die so eine Lücke hat, aber als Sicherheitsobjekt komplett nutzlos. Ein anderes
wirklich aktuelles Beispiel, das erst vor 2 Tagen bekannt geworden ist, ist die Patscherkofelbahn in Innsbruck. Das ist so eine Gondelbahn, die auf einen Innsbrucker Hausberg hinaufgeht. Da ist es zwei Sicherheitsforschern von internetwache.org gelungen, sich einen Einblick in die Steuerungsmaschine zu verschaffen. Und zwar war die über ein Webinterface komplett unverschlüsselt und ohne Notwendigkeit einer Authentifizierung über das Internet erreichbar. Und die entsprechende Steuerungssoftware war nicht auf dem neuesten Stand, sondern wies eine bereits gemeldete Schwachstelle auf. Da ist es jetzt so, ich weiß nicht, wer von euch das beobachtet hatte, im März gab es einen Vorfall, wo eine Seilbahn rückwärts gefahren ist, das habe ich jetzt als Bild nicht mit, und da sind halt dann die Passagiere bei der Station unten alle aus den Sesseln rausgeflogen und es gab zahlreiche Verletzte, und rein vom Steuerungsinterface, das ich da in diesem Fall gesehen habe, bei der Patscherkofelbahn, ich sage jetzt nicht, dass das auch möglich gewesen wäre, aber auf dem Interface war auch die Funktion, den Lift zurückfahren, halt drauf. Und die haben gesagt, die Steuerung wäre halt auch möglich gewesen, aber sie haben es halt nicht ausprobiert, aus Sicherheitsgründen. Ja, um noch ein paar andere Beispiele zu bringen. Geht eben auch teilweise um Spielzeug, weil auch in Spielzeug werden immer mehr Sensoren eingebaut, und wir sind ja hier in Deutschland und diese nette Puppe hier im Bild, die ist etwa hier verboten. Wenn jemand diese Puppe noch besitzt hier zufällig, müsste er sie auch zerstören, weil dieses Spielzeug ist offiziell höchst gefährlich, weil es mitlauschen kann, und in Deutschland gibt es ein bestimmtes Gesetz, wonach das halt nicht benutzt werden darf. Und die Stiftung Warntest sieht halt generell vernetztes Spielzeug kritisch. 3 von 7 Spielzeugen waren sehr kritisch im Test, und zwar eben dieser Teddy vorhin, Roboterhunde und eben diese Puppe Kyla. Und was ist das größte Problem mit dem vernetzten Spielzeug? Es ist eine unsichere Funkverbindung. Bei 3 der getesteten Spielzeuge hat die Bluetooth-Verbindung weder ein Passwort noch einen PIN-Code verlangt. Das heißt, jeder Smartphone-Besitzer konnte sich halt mit dem Teddy oder mit der Puppe verbinden, um dieses Kind, dem sie gehört, abzuhören oder selbst irgendwie zu bedrohen. Und ich hatte dazu auf dem CCC-Kongress letzten Winter ein Einhorn mit, was eben auch so gehackt werden konnte. Das habe ich heute leider vergessen, aber das war recht flüschig und recht super und hat dann am Ende des Kongresses gesagt, es war dann ein Dalek. Es war ein Dalek. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, jedenfalls hat es dann sehr geflucht am Ende. Sagen wir mal so. So, Kinder sollten das vielleicht auch nicht mehr hören. Das Problem mit dem smarten Spielzeug ist auch, dass das meistens nur im Zusammenhang mit einer App funktioniert. Und da ist es so, dass sich diese Geräte-IDs erfassen lassen und diese Daten an Drittfirmen übertragen und auch Tracker gesetzt werden, was ja, man eh schon aus dem Internet kennt, aber bei Kinderspielzeug und bei Apps, die vor allem von Kindern benutzt werden, ist das vielleicht nicht so wünschenswert. Und das wäre zum Beispiel in der USA strafbar. Und was da auch noch das Problem ist, bei diesem Einhorn, das war übrigens die Firma Spiral Toy, und das Einhorn ist von der Cloud Pet, nennt sich das eben. Und da war es so, dass in dem Kinderinterface von der App Porno-Werbung eingespielt worden ist. Also auch was man unbedingt seinem Kind schenken muss.
Die Empfehlung von der Stiftung Warentest ist deswegen: ein internetfähiger dummer Teddy ist vielleicht die intelligentere Wahl als ein sozusagen smarter Teddy. Und ja, jetzt komme ich von dem Kinderspielzeug ein bisschen zum Erwachsenenspielzeug. Sicherheitsforscher von Penn Test Partners haben in diesem Dildo da im Bild eine Sicherheitslücke gefunden und die ermöglichte es, vollständige Kontrolle zu erlangen und den Benutzer bei der Verwendung zu beobachten. Und zwar hatte er nämlich da vorne eine Kamera integriert und ja, und das Standardpasswort. Ja, also, das ist schon sehr lustig. Das war allerdings nur ein Beispiel. Es gibt jede Menge andere Sexspielzeugtests. Jede andere Menge Sexspielzeugtests und auch dieser tolle Vibrator zum Beispiel hier wurde gehackt. Der schaut ein bisschen anders aus als sonst. Den steckt man sich scheinbar in die Hose rein und den haben die Wiener Sicherheitsforscher SecConsult wieder mal auseinandergenommen. Und zwar das Besondere daran war, dass die gesamten gespeicherten Daten aller App-Nutzer von diesem Teil eingesehen werden konnten. Und ja, warum ist das wiederum super lustig? Das hat zwar keine Kamera integriert, aber mit der App konnte man halt auch Fotos aufnehmen und diese expliziten Bildergalerien, die da die Nutzerinnen aufgenommen haben, die wurden da halt auch mitgespeichert und mit eingesehen, sage ich mal. Neben den Chatverläufen, weil in dieser App konnte man auch direkt chatten und Username, Zeitstempel und Inhalt und die Passwörter waren natürlich auch im Klartext gespeichert. Also nach all diesen Beispielen komme ich jetzt noch ganz kurz zu dem Part, was wir eigentlich als Gesellschaft wollen, was wir brauchen und was wir tun können, weil so wie geschildert kann es doch nicht weitergehen. Das kann doch nicht die Vernetzung sein, die wir uns wünschen. In dem Smart Home Bereich ist es halt sehr oft so, dass man sich das nicht wirklich aussuchen kann. Das heißt, man kann sich aussuchen, diese Produkte zu kaufen oder nicht zu kaufen. Und wenn jetzt bei einem Produkt schon eine Sicherheitslücke festgestellt wurde und die gefixt wurde und der Hersteller rasch reagiert, kann man das vielleicht als Kriterium ansehen. Ja, der kümmert sich wenigstens drum, während andere überhaupt nichts tun, weil es gibt immer wieder auch Hersteller, die überhaupt nicht reagieren und so Probleme, die ich da vorher erwähnt habe, ungefixt lassen. Also sowohl bei der Seilbahn als auch bei diesem Vibrator gerade vorhin ist das relativ schnell behoben worden. Aber natürlich musste man erst von draußen hinweisen, dass es da Probleme gibt. Und wie soll man dann eigentlich als Konsument vorgehen? Was soll man da eigentlich tun, wenn man irgendwie vor solche Probleme gestellt wird? Und es gibt eben derzeit kaum eine Chance festzustellen, ob sich ein Hersteller um Sicherheit bemüht oder nicht. Und wollte ich eigentlich gerade was erwischt. Und deswegen braucht es auch beim vernetzten Geräten sozusagen ein Recht auf Online, weil nicht alles muss die ganze Zeit ans Netz. Und eigentlich habe ich jetzt gerade, ich bin jetzt gerade irritiert, weil ich eine Folie vergessen habe. Ich komme jetzt nochmal zurück zu diesem Problem für Konsumenten. Neben dem Recht auf Offline brauchen wir nämlich vor allem auch Sicherheitslabels für Produkte, für Smarte. Und zwar ist es so, dass
das vielleicht schon beim Kühlschrank. Ich meine, ich weiß zwar nicht, wie oft man sich diese Labels wirklich anschaut, wie effizient ein Kühlschrank jetzt ist, weil den kauft man ja nur alle 10 Jahre zumindest. Und da schaut man drauf, dass der möglichst energiesparend ist. Da hat die EU so Labels eingeführt, die gibt es zumindest. Und wenn es sowas für irgendwie Produkte, vernetzte Produkte gäbe, wo dann beim Vibrator draufsteht, ja, Security A, weiß man vielleicht, okay, der Hersteller, der stellt dann bestimmte Updates zur Verfügung, und zwar so und so viele Jahre, oder der Hersteller stopft Lücken innerhalb von einer gewissen Frist, wo man sich wenigstens sicher sein kann, dass am Ende irgendwie wenigstens was getan wird, wenn es soweit ist. Und wenn es zum Beispiel solche Labels eben nicht gibt, muss man weiter mit dieser Unsicherheit leben, es nicht zu wissen. Und deswegen ist es neben dem Recht auf Offline halt eines der irgendwie wichtigsten Sachen, so eine Art Sicherheitslabel. Dann muss es aber auch dann muss es eben auch eine Produkthaftung geben, dass Softwarehersteller haftbar gemacht werden, wenn sie diese bekannten Sicherheitslücken nicht schließen. Weil das ist ja eigentlich auch ein großes Datenschutzproblem. Und es sollte dann auch Softwarelizenzvereinbarungen geben, die eine Herstellerhaftung für Folgeschäden ausschließen, abschaffen. Und was wir auch noch bräuchten, ist eben ein Recht auf Gewährleistung, auf Nachbesserung und Umtausch, wenn tatsächlich Mängel im Bereich der IT-Sicherheit vorliegen. Also es ist, und da kommt jetzt das Rating-System, was ich erwähnt hatte, ich habe meine Folien irgendwie durcheinander gebracht. Jedenfalls, es gibt ein paar Ideen, was man denn eigentlich machen könnte, damit es uns als Konsumenten, zumindest was IT-Security betrifft, bei Vernetzung besser geht. Und was es auch noch gibt, ist eine gesetzliche Regulierung. Und zwar, das Thema hören wir heute auch nochmal, da geht es um die EU-Datenschutzverordnung mit Privacy by Design und Privacy by Default, weil vieles davon ist da auch schon geregelt. Und zwar wird man künftig, wenn dann die Daten von so einer Firma Pantybuster zum Beispiel offen im Netz auftauchen, wird man da als Kunde dann künftig auch klagen können. Und wenn man das zum Beispiel nicht selber machen will, gibt es Organisationen, die das für einen übernehmen werden. Und zwar gibt es da die Wiener Organisation NOYB, None of Your Business, und die hat der Datenschutzaktivist Max Schrems gegründet, und der will sich künftig genau um solche Klagen kümmern, um die Rechte von Konsumenten halt einzufordern. Und bevor man irgendwas kauft, kann man ja auch im Internet mal nachschauen, ob da schon bekannte Sicherheitslücken existieren, ob die gefixt worden sind. Ich sage jetzt nicht, dass das jeder kann, aber ihr hier im Raum, glaube ich, könnt das alle. Und wenn da irgendwas nicht passt, einfach nicht kaufen oder es nicht ans Netz hängen. Das geht allerdings wieder nur, wenn das Gerät auch ein Recht auf Offline hat, also auch offline benutzt werden kann. Von regelmäßigen Updates und getrennten Heimnetzwerken und sicheren Passwörtern brauche ich, glaube ich, hier nicht weiter sprechen. Was man auch noch tun kann, was ich total toll finde, dass ich mir einige von euch hier ein Heimnetzwerk oder ein IoT-Setup halt selbst gebastelt haben. Das ist immer gut, weil da habt ihr die volle Kontrolle, weil wenn man das irgendwie, wenn man jetzt sagt, man will jetzt unbedingt eine smarte Bewässerungssteuerung haben für seine Pflanzen, das ist so das klassische Open-Source-Beispiel, kann man das relativ einfach mit Raspberry Pis bauen, und das ist in
insofern toll, weil dann besitzt man diese Daten selbst und zwar nur man selbst und muss sie jetzt nicht in eine Cloud stecken und sozusagen kann man auch irgendwie wirklich nur empfehlen, Open Software und Open Hardware zu unterstützen und die Daten lokal zu speichern und seine eigenen Tools zu basteln. Also das heißt zwar nicht, dass sie dann wirklich sicher sind, weil auch hier im Open-Source-Bereich gibt es, also im Open-Hardware-Bereich gibt es einige Komponenten, die dann bestimmte Security-Features nicht können. Aber man ist trotzdem, also man ist in der Kontrolle und wenn das dann irgendwann einmal nicht mehr passt für einen, kann man das ja dann upgraden oder ändern und so weiter. Was man als anderer einfacher Nutzer noch tun kann, ist sich im Netz über den Hersteller beschweren. Das hilft manchmal schon dabei, ihn wieder von dummen Ideen abzubringen und sich generell einfach für seine Rechte einsetzen und auch Alternativen zu suchen und zu verwenden. Zum Beispiel für die digitale Sprachassistenten. Da gibt es auch ein ganz tolles Projekt von Mozilla mit Common Voice Daten und da kann man auch seine eigenen Daten einschicken, um das Projekt zu unterstützen und so kann man sich dann vielleicht Spracherkennung aufbauen, ohne jetzt auf diese kommerziellen Anbieter zurückkommen zu müssen. Dann kann man natürlich auch noch Organisationen unterstützen, die sich für Privatsphäre und IT-Security einsetzen. Welche das sind, könnt ihr selbst entscheiden. Wenn von euch im Raum jetzt auch Entwickler sitzen, bei der Entwicklung selbst Privacy by Design und Security by Design fördern und wirklich sich von Anfang an Gedanken machen bei der Planung, wie kann man das denn eigentlich tun? Und bei der IT-Security macht es einfach tatsächlich immer wieder die Hersteller auf Probleme aufmerksam. Erst dann kann das wirklich ernst genommen werden, wenn das die ganze Zeit gemeldet wird. Und es wäre dann halt auch wichtig, die Forschungsarbeiten zu veröffentlichen, weil sonst kriegt man das irgendwie gar nicht mit und sonst haben auch andere nicht die Möglichkeit, sich da einzulesen und vielleicht an Verbesserungen zu arbeiten. Und dann soll es irgendwann einmal auch IoT-Standards geben, und auch daran könnte man mitarbeiten. Jetzt ist halt noch die Frage, wird man irgendwann mal in diese Lage kommen, dass es zuerst Tote geben muss, bevor diese Security beim Internet der Dinge endlich gefixt wird. Also weil auch durch fehlerhafte IoT-Security kann es zu Todesopfern kommen, wie damals im Zeitalter der ersten Eisenbahnen, bevor es hilfreiche Signale und Bremsen gegeben hat. Und der IT-Consultant Phil Koenig aus Australien hat da etwa die These aufgestellt, dass zuerst was passieren muss, bevor ein Umdenken einsetzt. Ich hoffe das zwar nicht, kann das aber nicht wirklich ausschließen. Und mit dieser halb pessimistisch, halb optimistischen Aussage möchte ich den Vortrag, die Keynote jetzt beenden und freue mich noch auf eure Ideen, Input und Fragen.